Es geht ums Bewusstsein, ums Bewusstmachen dessen, was da passiert. Und ich glaube, wenn man nicht rauskommt, wenn man immer stationär ist, dann wächst es halt so sukzessive, schon langsam alles zu. Die Kulturhauptstadt Europas Bad Ischl-Salzkammergut 2024, initiiert auf Anregung des österreichischen Musikers Hubert von Goesern mit dem Institut für Raumplanung an der TU Wien und dem Kollektiv Curating Space zweierlei Rechercheprojekte. Die vergangene Woche unter dem Titel Bodenschutz und Leerstand als Chance vorgestellt wurden. Naja, es geht darum, dass Gebäude umgenutzt sind, Raum umgenutzt ist und aber gleichzeitig viel gebaut wird. Und da geht es natürlich um die Frage, ist es nicht besser, sozusagen ungenutzten Gebäuderaum sozusagen zu revitalisieren und neuen Nutzungsformen sozusagen zuzuführen, ob das jetzt im künstlerischen Bereich ist, ob das im gastronomischen Bereich ist oder eben auch um zu wohnen. Und ich fand einfach, dass in der Gegend diesbezüglich viel vorzufinden ist, auch an Geschäftslokalen, die leer sind und so weiter, wo man natürlich auch sich fragt, könnte man das nicht sozusagen anders nutzen und damit sozusagen auch einen Schutz für die Natur letzten Endes oder für den ganzen Raum, in dem wir leben, irgendwie zu fördern, dass wir mit den Ressourcen, die vorhanden sind, die erstmal bedienen und mit denen umgehen, bevor wir wieder was Neues bauen. Ein wesentlicher Aspekt der Erhebung bestand darin, den Begriff Leerstand weiterzufassen, als ihn auf Gebäude, die zum Verkauf oder zur Vermietung angeboten werden, zu beschränken. In dieser Bestandsaufnahme finden demnach auch leere Parkplätze, verwilderte Grünflächen bis hin zu verlassenen Betrieben von Gewerbe und Landwirtschaft Berücksichtigung. Wenn man jetzt ganz kurz beschreibt, was ist jetzt eigentlich Leerstand? Das war unsere Ursprungsfrage, das war quasi die Fragestellung am Anfang unserer Forschungsreise. Ich glaube, es bleibt eine offene Frage und das ist genau eigentlich unser Ergebnis auch, dass es darum geht, sich darüber Gedanken zu machen, was ist Leerstand. Das ist nicht der typische, es ist ein Objekt am Markt, sondern was sind vorwiegend leerstehende Flächen oder auch saisonal leerstehende Flächen, temporär leerstehende Flächen, dass man auch wirklich mit unterschiedlichen Kategorisierungen an dieses Thema herangeht. Wie schaut das jetzt derzeit im Salzkammergut aus? Es ist sehr vielfältig, es ist sehr unterschiedlich, es ist gemeindeabbezogen, touristischer Anteil, landwirtschaftlicher Anteil, auch das Salzkammergut als definierter Raum ist sehr unterschiedlich. In der flachen Ebene, in die Berge rein, der Boden wird weniger. Die sind auf der grünen Fläche mit landwirtschaftlichen größeren Höfen zum Beispiel. Ortszentren sind unterschiedlich genutzt. Wir haben jetzt keinen statistischen Vergleich zu anderen Regionen, aber es ist bezeichnend, dass es viel zu entdecken gibt. Wie hat sich denn Bad Goesern und das Salzkammergut aus Ihrer Sicht entwickelt in den letzten Jahren? Von meiner Warte aus ist es nicht schöner geworden. Mit Bedauern nehme ich einfach wahr, dass Wiesen zugebaut werden, zugeschüttet werden, dass überall Blech herumsteht, sprich Autos, da wo es früher grün gewesen ist, ist für mich nicht nachvollziehbar, dass man so dermaßen achtlos damit umgeht. Es gibt sicher in jedem einzelnen Fall einen Grund, warum es jetzt so sein muss, weil irgendwer davon profitiert. Dass es aber so ist, hat sicher auch damit zu tun, dass es so viele Leerstände gibt, die nicht genutzt werden, sodass man dann eben Grünland bebauen muss, weil man in die Leerstände nicht reinkommt. War das früher auch schon so mit den Leerständen, dass das nicht genutzt worden ist? Ja, das war früher auch so, dass viele Häuser sind entweder ganz oder zur Hälfte leer gestanden. Wenn du gefragt hast, ob du sie einmieten kannst, haben alle Leute den Kopf beidelt. Sie wollen einfach nicht gern, wenn unter ihren Dach kommen. Dann lassen sie es lieber verschwimmen. Wie ist jetzt genau zu dem Projekt gekommen? Also wie hat sich das jetzt entwickelt? Naja, ich habe am Anfang, wie ich hier die Kulturhauptstadt übernommen habe, habe ich einfach den Eindruck gehabt, dass es zu wenig Raum für die freie Szene gibt. Und mich aber natürlich das Thema des Klimaschutzes schon ziemlich interessiert hat. Das sind einfach doppelte Vorgänge. Das eine ist, wie kann sich eine künstlerische Szene behaupten und präsentieren?
Und wenn sie dafür nicht genügend Raum hat innerhalb einer Region, sucht man natürlich nach Möglichkeiten, wo sie sozusagen vorhanden oder wo sie präsent sein kann. Das war das erste Anliegen. Und das andere ist natürlich dann, wie gehen wir mit unseren Ressourcen um, sodass wir die Natur nicht zerstören, die wir brauchen zum Leben. Also nachdem unser Blick ein sehr unverbauter und frischer auf das Thema Leerstand ist, haben wir jetzt keine, also das wäre jetzt ein Übergang, eine Vorlage für die weitere Studie, um da wirklich statistische Daten zu erheben. Es ist eine Datenerhebung, aber nicht die schlussendlich einzig wahre. Was aber auf alle Fälle sich abzeichnet, sind, dass es sehr verwandte Leerstandsthematiken gibt, wo man noch weiter mit der Forschung gemeinsam mit Raumordnungsabteilungen und Forschungseinrichtungen sich wirklich Gedanken machen kann, was sind da gesellschaftliche Entwicklungen, warum sind die Ortskerne leer und warum haben wir das wirklich gesampelt auf eine ganze Region, dass sich das sehr ähnelt, dass jede Region eigentlich mit denselben Herausforderungen kämpft und was wären Maßnahmen, die man dann eben gemeinsam mit Stadt-Land-Bund angehen kann in diese Richtung. Ich hab keine Lösungen, ich will einfach nur, dass man darüber nachdenkt und wenn wir uns alle dieser Situation und auch Probleme bewusst sind, dann findet man eine Lösung. Aber dazu braucht es erst ein Bewusstsein, was es hier wirklich an Raubbau gibt, an der Natur. Und dann werden wir uns eigentlich, glaube ich, ganz einfach zusammensetzen können und sagen, was wollen wir wirklich. Wenn die Mehrheit es so will, dass immer weniger grün wird und immer mehr Beton und immer mehr regulierte Flüsse und Stauwerke errichtet werden, wenn das die Mehrheit will, dann muss man sagen, ja, dann macht es. Aber seid euch dessen bewusst, was da jetzt gerade passiert und nicht nachher sagen, 10 Jahre oder 20 Jahre später, was ist denn da falsch gelaufen? Gibt es da ein Beispiel, was einem einfällt, wo es vielleicht anders laufen hätte sollen? Nein, das sind so viele, dass ich da wirklich jetzt quasi außerheben will und sagen, also das ist der schwarze Peter. Nein, da gibt's, also braucht man sich nur ein bisschen umschauen, mit offenen Augen durch die Landschaft gehen und dann sieht jeder selber, was eigentlich eine Narbe ist oder eine Wunde in der Landschaft. Also es wäre Potenzial da, dass man Leerstände belebt im Salzkammergut? Jeder, der etwas mit offenen Augen durch die Landschaft geht oder durch die Orte, wird einen Leerstand entdecken. Man muss nur sein eigenes Blickverhalten ändern. Es ist auch Menschen, die man trifft, denen man sagt, weißt du was über das Objekt? Und sagt er, ja, ist mir noch nie aufgefallen, habe ich noch nie drauf geschaut. Es ist genauso ähnlich vergleichbar, wenn man in einer Stadt wohnt und nie nach oben schaut, wie man die Häuser selber sieht. Und es gibt auf jeden Fall was zum Entwickeln. Kunst, Kultur und Diskurse mit aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen zu verknüpfen, soll Perspektiven aufzeigen und die brennenden Fragen unserer Zeit thematisieren. Ideen sind gefragt, um die Herausforderungen der Bodenversiegelung und Zerstörung unbebauter Flächen zu bewältigen sowie brachliegende Städte zu reaktivieren. Was macht man jetzt mit den Ideen oder mit den Recherchen, die jetzt ausgearbeitet worden sind? Naja, das, was wir machen, ist jetzt eine Bewusstseinsarbeit und hoffen natürlich, dass die Menschen hier und die Verantwortlichen das nutzen, diese Erkenntnisse, um daraus was zu machen. Wir können, das probieren wir auch, durch bestimmte Veranstaltungen darauf hinweisen, dass diese Räume eine großartige Möglichkeit sind, entweder um Ausstellungen zu machen, um Performances zu machen, um auch Artists in Residence hineinzugeben, um Möglichkeiten zu bieten, das anders nochmal zu nutzen und, glaube ich, auch schon den Gemeinden oder Leuten, die sozusagen in den Städten überlegen, ob sie ein Geschäft reaktivieren wollen, ob man vielleicht ein Geschäft anders nutzen kann, ob man daraus eine kleine Bar machen kann, ob man sozusagen Künstler reinsetzt, ob man Architekten reinsetzt, dass man das Gewerbe anders zuführt, aber es nicht leer stehen lässt. Der Leerstand ist etwas, was einen städtischen Raum, und auch wenn er nur kleinstädtisch ist, einfach nicht interessant macht.